Willkommen, Herrschaften, zu meinem neuen Let's Play. Ich habe ja eine kleine Umfrage gestartet unter meinen Abonnenten oder zumindest unter den Leuten, die halt irgendwas unter mein Video schreiben wollten. Und von den 4 zur Auswahl stehenden Spielen haben definitiv die meisten für Don't Starve plädiert. Und wenn ich sage definitiv die meisten, dann meine ich das nicht polemisch, indem ich meine, einer hat dafür gestimmt und alle anderen haben meine Abstimmung ignoriert, sondern tatsächlich waren zumindest 3 oder 4 Leute, die dafür gestimmt haben, während alle anderen Spiele vollkommen ignoriert wurden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dabei bin ich bei den anderen Spielen auch nicht wirklich sinnvoll besser als bei Don't Starve. Tatsächlich ist Don't Starve ein Spiel, das ich noch nicht so oft gespielt habe. Ist, glaube ich, nicht so ganz mein Spieltyp. Ich bin nicht so der Typ, der rumrennt und sich schocken lässt von irgendwelchen Dingen. Falls ihr wisst, worum es in Don't Starve geht, der Name ist eigentlich Programm. Wir versuchen nicht zu sterben. Wir haben hier ein Don't Starve mit dem Shipwrecked DLC drauf. Allerdings habe ich nicht vor, das Shipwrecked einzusetzen, weil ich kenne mich ja kaum mit dem normalen Spiel aus. Ich weiß noch nicht einmal, wie einfach ich in irgendeiner Weise in das Spiel reinkomme. More Games? Castle? Castle? Ah. Das liegt daran, dass ich bei den Options drinnen war, weil ich den Ton runter tun musste. Also das fängt schon mal sehr gut an. wir fangen an zu spielen. Ich werde da irgendein altes Spiel überschreiben. Kann ich ein altes Spiel überschreiben? Nein, kann ich nicht. Man muss erst sterben da drinnen. Na gut, dann machen wir ein New Game. Gut, als Charakter haben wir... Also, als Charakter haben wir in unserem Spiel derzeit den Gentleman Scientist Wilson. Den haben wir von Anfang an. Meine Kinder haben das Spiel etwas öfter gespielt als ich und haben tatsächlich schon 4 Leute freigeschalten, also 3 Leute freigeschalten, weil der Wilson war ja von Anfang an da. Neben Wilson haben wir auch noch Willow, die Feuerlegerin, Wolfgang, den Strongman, und Wendy. The Bereaved? Was ist Bereaved? Keine Ahnung. Ich glaube, sie wird von ihrer toten Schwester begleitet, also einem Geist. Ja, wir werden beim Gentleman Scientist bleiben, denn dieser Gentleman Scientist hat einen großen Vorteil. Er lässt sich einen wirklich magnificent, also einen wundervollen Bart wachsen. Wir lieben wundervolle Bärte. Hurra! Wie schon gesagt, ich habe es noch nicht allzu oft gespielt. Ich weiß in etwa, was man tun muss. Also man muss Zeug sammeln und dann muss man rechtzeitig ein Feuer haben, damit man durch die Nacht kommt. Und am besten ist es so, dass man genügend Essen hat, um über die Runden zu kommen. Irgendwann einmal kommt dann der Sommer und oder der Winter, wo es dann schwieriger ist zu überleben, weil es heiß ist oder kalt, je nachdem, ob Winter oder Sommer. Allerdings, ich muss zugeben, ich habe noch nie bis zum Sommer oder Winter gespielt, das heißt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn es dann heiß ist. Gut, apply. Wir nehmen also... Entschuldigung, Herrschaften, wir nehmen keines von diesen DLC-Paketen. World? Was heißt World? Achso, wir können die Welt noch einstellen. Ich würde sagen, wir lassen es so, wie es ist. Was kann man da noch einstellen? Wow, da kann man ja auch viel einstellen. Da kann man zum Beispiel einstellen, wie viele Kaninchen es gibt. More. Lots. Default. Less. None. Keine Kaninchen? Nein. Wir brauchen Kaninchen. Default. Wir lassen einfach alles auf Default. Ah! Beefaloos. Die brauchen wir, soweit ich mich entsinnen kann. Na gut. Apply. Nein, nicht Cancel. Start. Versuchen wir es mal. Ja, was auch immer.
5 Minuten und das Spiel beginnt. Hurra. Es gibt keine Pause wie bei Victoria, das macht mich narrisch. Also es gibt schon eine Pause, aber ich kann nicht Sachen machen währenddessen. Seht ihr diese Hände? Sie zeigen an, was passieren wird. Wir werden alle sterben. Oder ich werde zumindest sterben. Sehr finster. Schafft es das Spiel nicht? Oh, es hat keine Rückmeldung. Das ist ja toll. Das fängt gut an. Okay. Mein Rechner ist wirklich, wirklich mies. Wie lange der braucht? Hey, das ist eine Biene. Und irgendjemand hat mir gesagt, dass ich irgendwas tun soll. Flowers. Gras. Ja, it's all piney. Sehen wir mal. Also, wir müssen verschiedene Sachen sammeln. Hey, da sind Steine. Ich glaube, Flint ist wichtig. Ich weiß schon wieder warum. Ah, genau, weil wir können dann so Sachen wie Äxte und so Zeug bauen. Ja, also wir rennen im Normalfall rum und machen irgendwas. Hier können wir Sachen bauen. Also derzeit können wir eine Pickaxe und eine Axe bauen. Ich glaube, Axe ist wichtiger am Anfang. Damit können wir nämlich Bäume fällen. Chop down trees. Machen wir das gleich einmal, wenn wir es schon haben. Wir haben eine Axt. Achso, wir müssen länger drauf hacken, dass es fällt. So. Mehr Bäume fällen. Ja, das Holz brauchen wir noch für so Sachen wie Karotten, das ist auch gut. Das Holz brauchen wir für so Sachen wie Lagerfeuer, Bretter oder was weiß nicht was alles. Am Anfang vor allem für Lagerfeuer. Blumen. Hey, das ist schon ein Ding, das ist schon ein Häschen. Gut, und Beeren. Beeren ist auch gut, die brauchen wir zum Essen. Ihr seht auf der rechten oberen Seite, hier gibt es drei Anzeigen. Es gibt Hunger, Lebensenergie und Hirn. Das Hirn sagt uns nur, dass wir noch ganz normal sind, wenn wir auf 200 sind. Aber irgendwann einmal werden wir dann Gespenster sehen. Und was weiß nicht was alles. Wir haben, glaube ich, einen Haufen Bäume jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Direkt da, das sind meine Samen. So, was wir machen müssen, sollen... Wo ist denn die Karte? Wie drehe ich denn die auf? Mit dem? Ah, da haben wir schon Pause, wenn wir in der Karte, im Kartenmodus sind. Was wir machen müssen... Es gibt ein paar Dinge, die wir finden sollten. Da zum Beispiel Flint. Saplings und Zweige, also Zweige und all dieses Zeug ist wichtig, aber vor allem auch Essen. Bis jetzt haben wir noch nicht allzu viel Essen gefunden. Hey, da ist noch eine Karotte, die kann man essen. Blumen sind gut irgendwie für die geistige Gesundheit, soweit ich mich entsinnen kann. Oh, es wird schon Abend. Nein, nein, pass mal weiter. Gras, wir wollen Gras. So, warte mal. Können wir schon ein Light machen? Ja, wir können schon ein Campfire machen. Wenn es so, also wenn es Nacht wird, das sehen wir hier am Tagesanzeiger, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Campfire. Am Anfang rennen wir ein bisschen rum. Wir holen uns Essen, wo geht. Was wir dann auch essen werden. Und wir schauen uns um. Wie schon gesagt, wir brauchen einige Sachen. Ja, Federn halt. Ah, eine Karotte.
Yay, Beeren. Beeren sind wichtig und gut. Wir grasen das jetzt alles ab. Irgendein Weg wäre schön, wenn wir mal finden würden. Na, guck mal. Ah, noch mehr Beeren. Blumen nehmen wir auch. Im schlimmsten Fall kann man auch Blumen essen. Glaube ich mal. Besser wäre es natürlich, wenn wir Vögel oder sowas fangen könnten. Aber die lassen sich nicht so einfach fangen. Hey, da sind Pilze. Ich glaube, die bringen auch irgendwas. Ah, da haben wir einen Weg. Schauen, auf dem Weg immer schneller. Gut, naja, dann würde ich fast sagen. Was haben wir denn da alles? Ja, Blumen, gut. Ich habe mir vorgenommen, ich mache das Let's Play so lange, bis ich das erste Mal gestorben bin und dann ist es einfach aus. Ist das doch, das ist okay. Hey, da ist Honig. Aber ich glaube, die Bienen mögen nicht, wenn man den Honig wegnimmt. Da ist noch mehr Honig. Ist nicht gut. So, machen wir mal ein Feuer. Wir machen jetzt einmal das normale Campfire. Das ist weg nach einer Nacht. Man kann noch ein befestigtes machen. Das bleibt dann pro Nacht da. Und das Zeug, was wir hier haben, werden wir jetzt kochen. Also mal. Weil gekochtes Essen ist, glaube ich, besser zum Verdauen. Also ich würde mal sagen, dass es besser zum Verdauen ist. Wir können sogar die Beeren kochen. Und ihr seht, es ist jetzt gruselig kalt und naft und das ist nicht gut für unsere geistige Gesundheit, glaube ich. Wir essen das mal auf. So, für unsere geistige Gesundheit ist das nicht so gut. Das heißt, wir geben jetzt ein wenig Feuer nach. Genau. Diese Dinger wegtun, aber wir können sie auch einpflanzen. Schaut, wir können Bäume machen. Ist das lieb? Und jetzt wieder rein damit. Rein in die Flammen. Oh, es ist nice und comfy. Okay, wir werden die auch kochen. Was ist das? Kann man den auch kochen? Ja, kann man auch. Was macht der, wenn man den isst? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der verbessert irgendetwas und was anderes wird dadurch schlechter. Also wir sehen da diesen Pfeil. Das heißt, meine geistige Gesundheit geht gerade runter. Jetzt sind wir auf 192. Denn in der Nacht ist es halt dunkel und wir haben Angst. So, in der Zwischenzeit könnten wir uns eigentlich eine Pickaxe bauen noch. Da haben wir die auch. Und vielleicht bauen wir uns noch eine zweite Axt. Brauchen wir eine zweite Axt? Das weiß ich gar nicht. Was kann man noch alles bauen? Eine Falle, die bauen wir uns. Das ist gut. Können wir noch eine bauen? Ja, da kann man nämlich Kaninchen jagen. Soweit ich mich entsinnen kann. So. Gut, Science. Wir wollen so eine Science Machine. Auch das weiß ich noch irgendwie. Dazu brauchen wir noch Steine und Gold. Damit können wir nämlich dann ganz, ganz viele andere tolle Dinge erforschen und machen. So, jetzt soll es langsam wieder Tag werden. Waffen können wir noch keine bauen. Eine Grasrüstung können wir uns bauen. Mal schauen. Was können wir uns noch bauen? Sonst nichts. Gut. Ah, wir landen. Ah, ich glaube, die sind gut für Dings, für... Wie schon wissen. Für geistige Gesundheit. So, gehen wir mal da entlang der Straße. Schauen wir mal, was passiert. Zwischenzeitlich heben wir ein wenig Essen auf. Hey, und da haben wir den ersten Stein. Das ist ja schön. Am liebsten wäre mir allerdings ein Stein, der geht weg. Oh, kann ich nicht mehr nehmen. Lassen wir das auf.
Wir haben am Anfang noch nicht allzu viel Zeug, das wir aufnehmen können. So. Wir suchen mehr Steine, vor allem Gold. Ja gut, oder Kaninchen. Irgendwo Kaninchen in der Nähe haben. Okay, das war jetzt nicht so gut. Haben wir schon irgendwo Kaninchen gesehen? Ich glaube, irgendwo haben wir schon Kaninchen gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Hey, mein Feuer brennt noch. Jetzt ist es Asche. Jetzt weiß ich nicht so genau, was ich mit der Asche machen soll. Deswegen hebe ich sie jetzt erst gar nicht auf. Genauso wenig, wie ich weiß, was ich mit dem Nitrat machen soll. Also ich weiß schon, was man mit einem Nitrat machen könnte. Man könnte daraus Sprengstoff bauen. Und ich nehme mal an, das Spiel will auch, dass wir Sprengstoff bauen. Hey, das nehme ich auch. Das ist ein Pilz. Ah. Na, dann iss ihn. Du sollst ihn essen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, passt. Ah. Wir nehmen hier Gras. Vielleicht hätte ich doch nicht drei Fallen bauen sollen. Die nehmen jetzt drei Plätze weg. Da waren vielleicht mal irgendwann mal Kaninchen. Vielleicht haben wir da noch irgendwo welche in der Nähe. Kaninchen. Hey, Bären. Das ist nicht gut. Die kann ich nicht nehmen. Bienen. Hilfe. Die können stechen. Ich habe Angst vor Bienen. Yay, Flint. Kann ich den wenigstens noch nehmen? Ja. Hey, was ist das? Attack. Das klingt nicht gut. Nein, wir wollen nichts attackieren. Ich bin feig. Ich habe noch nicht einmal eine Waffe. Wie soll ich das attackieren? Warte mal, während diese Dings die Axt einfach aufbrauchen. Jetzt schon wieder Nacht. Jedes Mal zuschlagen zerstört 1% von der Axt. So, das war's mit der Axt. So, okay. Jetzt kommen wir wieder. Hey, das sind Kaninchenbauten. Oder? Ich glaube schon. Was machen wir mit Kaninchenbauten? Ah ja, stimmt, wir wollten die Fallen hinstellen. Das ist gut, dann bleiben wir da in der Nacht in der Nähe. So ein Kaninchen ist schon was ganz was Tolles. Kaninchenbraten hält einen schon fast satt. Wo waren die Kaninchenbauten jetzt? Da waren welche. Hey! That must be to the kingdom of the bunny man. Nicht schlecht. So, ich glaube, die, wenn wir die da direkt draufstellen. Nein. Man kann die direkt aufs Loch machen. Ein paar Mal habe ich es ja schon gespielt. Beziehungsweise ich habe mir auch ein Let's Play dazu angeschaut. Ich bin ja echt Org. Könntest du die Trap setzen? Ach gut, du bist so dämlich. Na gut, dann bleibst halt da. Schauen wir mal, vielleicht fängt es ja trotzdem einen Hasen. Da ist auch eine Rabbit Hole. Ich bin jetzt gerade erst drauf gekommen, dass ich mit Würstelge auch rennen kann. Ich bin jetzt die ganze Zeit mit der Maus gelaufen. Echt so. Das wird nicht besser.
Na super. Ah, Feuer. Oh, Gott sei Dank gedankt. Jetzt wäre ich fast umgekommen, deswegen. Das wäre ein wirklich kurzes Let's Play geworden. Ah, ärgerlich. Oh, bist du wahnsinnig, bin ich dämlich. Gut, jetzt esse ich einmal ein bisschen was auf den Schreck hinaus. So, und diese Karotten werden gleich einmal gekocht. Uah, blöde Falle. Könntest du bitte dahin gehen, wo ich will, dass du hingehst? Nämlich auf das Loch. Ich ist drin. Ich habe gar nicht geschaut, ob jetzt Frühling oder Herbst ist. Vielleicht kommen gar keine Kaninchen. Na, wurscht. Das nehmen wir uns auch noch. Gut. Meine geistige Gesundheit ist auf 175. Ha, das nehmen wir uns auch noch. Das brauchen wir sicher für irgendwas. So, die Seeds werden wir jetzt auch mal kochen. Ich glaube, man kann sie wahrscheinlich auch verwenden, um Vögel anzulocken. Genauso wie man die Karotten verwenden kann, um Kaninchen anzulocken. Allerdings muss ich dazu sagen, so eine Karotte hat auch ganz schön viel Nährwert. Was macht das, wenn ich das jetzt esse? Macht das meine geistige Gesundheit besser? Ah, ja, macht es. Aber meine tatsächliche Gesundheit macht schlechter. Das war doch eine schöne Nacht. Wir haben es überlebt. Puh, das war die zweite Nacht und wir haben es schon überlebt. Ich bin fast glücklich. An dieser Stelle, Herrschaften, gehe ich da auf Pause und ich werde mal kurz abdrehen, weil ich werde bei dem Don't Starve versuchen, eher 20 Minuten Let's Plays zu machen. Das ist, glaube ich, etwas besser zum Anschauen. Okay. Und bye bye.